In diesem Video wird gezeigt, wie Sie die Einleitung der Vollnarkose beim Hund durchführen. Die Schritte werden zum einen an einem Patienten und zum anderen am Hundemodell gezeigt, an dem Sie im Skills Lab üben können. Folgende Schritte werden durchgeführt: Vorbereitung des Materials und des Protokolls, Vorbereitung des Patienten, Einleitung und endotracheale Intubation, Kontrolle von Atmung und Puls inklusive manuelle Beatmung und Anschließen des Monitorings. Bereiten Sie auf einem Tablett folgendes Material vor: Trachealtubi. Drei verschiedene Größen werden nach dem Körpergewicht des Hundes anhand einer Tabelle ausgewählt. Kontrollieren Sie die Tubi, indem Sie den Kaff aufblasen und nach 2 bis 3 Minuten überprüfen. Ist der Kaff dicht, dürfen Sie ihn wieder vollständig entleeren. Das Überprüfen und Entleeren wird meist unmittelbar vor dem Intubieren gemacht. Eine Spritze zum Aufblasen der Kaffs, Gleitgel zum Einführen der Tubi, ein Notfallset. Es besteht aus 4 Spritzen von 1 oder 2 Millilitern, 4 gelben Kanülen und den Notfallmedikamenten Atropin oder Glycopyrrolat, Adrenalin und Ephedrin. Eine Flasche NaCl zum Spülen. Wenn Sie eine neue Flasche anbrauchen, notieren Sie das Datum darauf. Eine Gazebinde von etwa 40 cm Länge, um den Tubus um die Nase festzubinden, und einen Tupfer, um die Zunge zu halten. Ein Laryngoskop. Kontrollieren Sie vor Gebrauch das Licht. Ein Lidocain-Spray. 3 EKG-Pads. Diese sind bei unserem Modellpatienten schon angebracht. Und Augensalbe. Wenn Sie das Material zusammengestellt und kontrolliert haben, können Sie das Monitoring-Gerät einschalten. Es braucht 2 bis 3 Minuten zum Aufwärmen. Auf dem Protokollblatt werden die Medikamente für die Einleitung und die Notfallmedikamente mit den Dosierungen aufgeschrieben. Für die Einleitung können Sie folgendes Protokoll verwenden: Berechnen Sie als nächstes die Mengen in Milliliter für alle Medikamente. Ziehen Sie dann die Medikamente, die Sie zur Narkoseeinleitung benötigen, auf. Vergessen Sie nicht, die Spritzen zu beschriften. Der Patient ist bereits sediert und hat einen venösen Zugang. Legen Sie den Hund auf dem Tisch in Sternallage. Bitten Sie jemanden, den Hund am Kopf zu halten. Mit der Gesichtsmaske wird Sauerstoff zur Präoxygenierung verabreicht. Kontrollieren Sie derweil den venösen Zugang, indem Sie den Verband entfernen und das Venflon spülen. Funktioniert der Zugang, können Sie die Infusion anschließen. Es werden 5 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm und Stunde verabreicht. Kontrollieren Sie vor der Einleitung außerdem den arteriellen Puls. Kontrollieren und entleeren Sie die vorhin aufgeblasenen Kaffs der Tubi und applizieren Sie etwas Gleitgel. Verabreichen Sie Diazepam und Ketamin IV über 10 Sekunden und anschließend die Hälfte des Propofols über 30 Sekunden. Warten Sie für eine halbe Minute und beobachten Sie die Atmung. Überprüfen Sie anschließend die Narkosetiefe.
Der Palpebralreflex sollte leicht vermindert und der Kiefer entspannt sein. Wenn nicht, würden Sie dem Hund jetzt einen Viertel des Propofols verabreichen. Hat der Hund die richtige Narkosetiefe, entfernen Sie die Maske und schauen die Maulhöhle ganz kurz mit dem Laryngoskop an. Stellen Sie dabei fest, ob anatomisch alles in Ordnung ist. Instruieren Sie nun die Hilfsperson, wie sie die Kopfhaltung des Hundes korrigieren kann, damit Sie die beste Sicht auf den Larynx haben. Am Oberkiefer rollt sie dazu die Lippen nach oben und hält ihn an den Wurzeln der Eckzähne. Sie zieht den Kopf nun nach vorne und oben, um den Hals zu strecken. Mit einem Tupfer wird die Zunge gefasst und nach unten gezogen, um das Maul offen zu halten. Drücken Sie mit dem Laryngoskop leicht auf den Zungengrund, um den Larynx sehen zu können. Berühren Sie jedoch die empfindliche Epiglottis möglichst nicht. Sprühen Sie Lidocain auf die Epiglottis und auf die Stimmbänder. Pro 10 Kilogramm ist ein Hub erlaubt. Dann wird sofort wieder die Maske vor die Nase gehalten. Warten Sie eine halbe Minute, damit das Lidocain wirken kann. Nun können Sie den Hund intubieren. Dazu wird die Maske entfernt und der Kopf des Hundes wie vorher gehalten. Halten Sie wie gezeigt das Laryngoskop in der schwächeren und den Tubus in der stärkeren Hand. Warten Sie, bis sich die Stimmlippen beim nächsten Atemzug öffnen und führen Sie den Tubus ventral und mit leichtem Druck ein. Die Spitze des Tubus schaut nach ventral. Beobachten Sie genau, ob der Tubus nicht dorsal in den Ösophagus gelangt. Fixieren Sie den Tubus mit der Gasebinde. In den meisten Fällen kann das Tier nun in Seitenlage gelegt werden. Der gezeigte Hund bleibt in Sternallage, weil anschließend ein CT gemacht wird. Blasen Sie als nächstes den Kaff mit ein paar Millilitern Luft auf. Applizieren Sie dazu Luft, bis der Spritzenkolben sich wegen des Drucks sichtbar nach hinten bewegt, wenn man ihn loslässt. Verbinden Sie dann den Tubus mit dem Atemsystem und drehen Sie den Sauerstoff auf 3 Liter pro Minute auf. In den meisten Fällen wird der Hund nach der Einleitung ungenügend oder gar nicht spontan atmen. Beatmen Sie den Hund in jedem Fall mit 3 manuellen Beatmungsstößen, um zu kontrollieren, ob er richtig intubiert ist. Dazu schließen Sie das Überdruckventil um einen Viertel oder auf ungefähr 15 cm Wassersäule. Dann drücken Sie den Atembeutel langsam mit beiden Händen und lassen ihn gleich wieder los. Beobachten Sie währenddessen, ob sich der Thorax hebt und noch wichtiger, bei der Ausatmung senkt. Achten Sie auch auf hörbares Entweichen von Luft aus der Maulhöhle oder Nase. In diesem Fall ist der Kaff nicht genügend aufgeblasen. Pro Beatmungsstoß werden ca. 10 ml Luft pro Kilogramm Körpergewicht verabreicht. Lassen Sie zwischen den Beatmungsstößen 5 Sekunden verstreichen. Öffnen Sie nach 3 Beatmungsstößen das Überdruckventil wieder und überprüfen Sie die CO2-Kurve. Ist diese nicht vollständig überzeugend, sollten Sie kontrollieren, ob der Hund richtig intubiert und der Tubus richtig gekafft ist. Wenn nötig, stellen Sie zum Schluss den Sauerstoff aus der Gesichtsmaske ab. Kontrollieren Sie den arteriellen Puls, vor allem ob die Pulsfrequenz nicht zu tief ist. Falls der Hund nicht spontan atmet, verabreichen Sie ihm etwa alle 20 Sekunden einen manuellen Beatmungsstoß. Schließen Sie Folgendes korrekt an: SpO2, EKG, vielleicht hilft Ihnen Folgendes, um sich die Elektrodenfarben zu merken. Rot ist rechts
und die Sonne steht über der Wiese. Blutdruck. Die Manschette muss an die Körpergröße angepasst sein. Dem Patienten wird zum Schluss noch etwas Augensalbe verabreicht. Nun ist er bereit für die weitere chirurgische Vorbereitung.